Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich heute zu unserer neuen Challenge, eine Mitbastel-Challenge von mir in die Welt gerufen vor vielen, vielen, vielen Monaten. Heute haben wir die Challenge Nummer 29. Ich freue mich total und ja, ich stelle euch alle eingesendeten Karten der letzten Challenge vor, stelle euch die neue Mitbastel-Challenge vor. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Ich freue mich. Ich schalte um auf meinen Tisch und wir sehen uns gleich. Hallo ihr Lieben, ja, also unsere Challenge Nummer 28 hatte die oder war die Aufgabe, bastelt eine Bilderrahmenkarte und ich kann euch sagen, das war der Wahnsinn. Also wirklich, ich bin sprachlos, es ist Wahnsinn, was ihr für Zauberwerke eingeschickt habt. Also ich bin total hin und weg, wirklich. Ja, aber dazu gleich mehr. Wir beginnen wieder mit der neuen Aufgabe. Und zwar, wir beginnen mit der Challenge Nummer 29. Überlegt euch mal, wir haben schon die Nummer 29. Ich kann das auch gar nicht richtig glauben. Aber so ist es, Leute. Die Challenge Nummer 29 startet heute. Für alle diejenigen, die nicht wissen, worum es geht. Und zwar bedeutet Mitbastel-Challenge Folgendes. Ich stelle jeden dritten Freitag im Monat hier bei YouTube ein Video ein mit einer neuen Bastelaufgabe. Und zwar haben wir meistens eine Karte. Entweder machen wir irgendeine Farb-Challenge, irgendeine Farbkombination, die ich vorgebe, oder wir machen eine Kartenfalltechnik, vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Stempeltechnik und die Aufgabe gebe ich euch vor. Dann schickt ihr mir eure gebastelte Karte zu und dann am Ende ja, könnt ihr was gewinnen. Und ich zeige im nächsten Video, wenn ich die nächste Challenge vorstelle, all eure Karten. Anmelden könnt ihr euch unter diesem Video, da ist ein Link direkt zu meiner Homepage, zur Bastel-Challenge und dort schreibt ihr einfach ganz kurz über das Anmeldeformular, da gibt es ein spezielles Formular. Ich möchte gerne an der Challenge Nummer 29 teilnehmen, mehr braucht ihr nicht, eine Zeile und ihr bekommt dann von mir eine Antwort. In dieser E-Mail steht dann drinnen, an welche Adresse ihr das schicken sollt und es stehen auch noch ein paar rechtliche Dinge drin. Ihr wisst, heute mit dem Datenschutz ist das halt alles einfach notwendig, muss ja alles seine Ordnung haben. Das bedeutet, ihr erklärt euch damit einverstanden, dass ich kurzfristig für die Laufzeit dieser Challenge eure Daten speichere und ihr erklärt euch auch mit der Anmeldung und der Einsendung eurer Karte automatisch damit einverstanden, dass ich eure Karte oder euer gebasteltes Werk im nächsten Video zeige und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Es gibt immer was zu gewinnen und ich nenne euch mit eurem Vornamen. Damit seid ihr dann automatisch einverstanden. Ja, das ist eigentlich so zum Ablauf. Und wie gesagt, immer am dritten Freitag eines jeden Monats gibt es die neue Challenge und ich zeige dann euer Video, euer gebasteltes Werk in diesem Video. So, also neue Aufgabe für die neue Challenge Nummer 29 ist dieses Mal keine Karte, sondern ich habe mir gedacht, juhu, wir machen mal was anderes. Und zwar gestalte einen Wimpel. Ich habe hier ein Beispiel dabei. Diese schönen, tollen Wimpel soll unsere neue Aufgabe sein. Das geht ganz einfach, glaubt's mir. Ich persönlich habe jetzt selber noch kein Video dazu gedreht. Ich habe mal ein Live-Basteln damit gemacht. Aber ihr findet die zahlreich auf YouTube, wirklich. Also einfach mal Wimpelbasteln eingeben und dann findet ihr die. Hier oben ist ein Strohhalm und dann einfach mit Cardstock und schön gestalten. Hier oben ein Bändchen durch. Das geht wirklich ganz einfach, glaubt's mir. Und ihr findet wirklich zahlreiche Anleitungen im Netz. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Das ist mein gebastelter Wimpel.
Den habe ich mal in einem Workshop hier bei mir vor Ort gebastelt und wie gesagt bei einem Live-Basteln. Und das ist gleichzeitig auch euer Gewinn. Und ein Stempelset gibt es dieses Mal wieder. Letztes Mal hatten wir ja Designerpapier. Jetzt gibt es mal wieder ein Stempelset. Und zwar aus der letzten Celebration. Ich spreche es lieber nicht aus. Ihr wisst, ich kann kein Englisch. Ist ein wunderschöner Gummistempel, natürlich niegelnagelneu, mit einer Bordüre, einem Blümchen und diesem schönen Blumenornament. Das kann man wunderbar embossen und dann zum Beispiel schön kolorieren. Also es ist ein ganz tolles Motiv. Ja, das gibt es zu gewinnen. Und meinen Wimpel. Wie gesagt, die Aufgabe ist, gestalte einen Wimpel. Ihr habt keine Vorgaben. Welche Farben, welche Materialien, es ist auch die Firma egal, mit der ihr bastelt. Hauptsache, ihr bastelt einen schönen Wimpel. Und wie gesagt, keine Farbvorgaben. Ihr könnt das, ich habe das hier als Glückwunschkarte gemacht. Da kann man hinten noch einen Umschlag drauf machen und Geld oder irgendwas reinstecken. Ihr könnt es natürlich auch anders machen, für den Kindergeburtstag oder irgendwas. Und Einsendeschluss ist Donnerstag, der 18. Juni. Ihr müsst euch bitte vorher immer anmelden, über diese E-Mail, über den Link unter dem Video. Und am Freitag, den 19. Juni, kommt dann das neue Video. Ja, ich sage das nochmal ganz kurz am Schluss, damit ihr dann das noch einmal eingeblendet bekommt. Jetzt kommen wir zur unserer letzten Challenge, zu unserer letzten Aufgabe. Wie gesagt, ich kann nur sagen, Leute, es war der Wahnsinn, was ihr für tolle Zauberwerke eingeschickt habt. Ich meine, ihr schickt jedes Mal tolle Sachen, aber dieses Mal war ich einfach total fasziniert. Eins schöner wie das andere. Traumhaft. Und ich kann euch nur sagen, dieses Video wird länger, weil es waren 33 Einsendungen. Leute, ich bin hin und weg. So viel hatten wir noch nie. Das Thema hat euch anscheinend total begeistert. Wir hatten ja das Thema Gestalte eine Bilderrahmenkarte. Und ich habe noch von mindestens drei Leuten die Nachricht bekommen, dass sie es leider nicht geschafft haben. Macht euch keinen Kopf, Mädels, das nächste Mal seid ihr wieder dabei. Aber dann wären wir noch mehr gewesen. Also wirklich, ich danke euch von Herzen. Bin so begeistert, dass ihr das so toll annehmt. Und wirklich, Leute, ich genieße diese Challenge. Ich liebe eure Sachen, die ihr schickt. Und ich lese auch wirklich jede einzelne Zeile. Und es ist wirklich total schön, es macht mir unglaublich Spaß und ihr werdet es gleich sehen. Nehmt euch irgendwie einen Tee, einen Kaffee, lehnt euch zurück, es wird etwas länger dauern, aber ich verspreche euch, ihr werdet verzaubert und ihr werdet vor allen Dingen inspiriert, weil jeder hat es für sich unterschiedlich ausgearbeitet. Also es gibt zahlreiche unterschiedliche Inspirationen und Ideen. Seid gespannt, wirklich, es lohnt sich dran zu bleiben. Das war meine Bilderrahmenkarte, die könnt ihr auch gleichzeitig gewinnen. Zusätzlich war noch der Gewinn dieses schöne Designerpapier Schmetterlingsvielfalt, niegelnagelneu und verschweißt und verpackt, wie ihr das gewohnt seid. Das ist euer Gewinn und wir starten jetzt mal. Ich zeige euch jedes einzelne Werk und ich zeige euch, sag euch dann den Namen dazu und wie gesagt, am Ende dieses Videos wird der Gewinner gezogen. Also seid gespannt. Wir beginnen. Ich muss das langsam machen, dass ich hier nichts kaputt mache und ich muss natürlich auch darauf achten, dass ich niemanden vergesse, ganz klar. Jetzt muss ich schnell überlegen. Also, die erste Post kommt. Kurzen Moment. Gib mir einen Moment Zeit von der Kerstin M. Punkt. Und die Kerstin. Oh mein Gott, entschuldigt bitte, ihr Lieben. Ich hoffe, euch ist jetzt nicht schwindlig geworden. Meine Kamera ist gerade runtergefallen. Sorry, entschuldigt bitte. Die ist mit einem Saugnapf befestigt und irgendwie scheint er nicht mehr so gut zu halten. Bitte entschuldigt. Ich hoffe, es geht euch gut. Also, nochmal zurück. Kerstin M. Punkt hat diese wunderschöne Karte geschickt und zwar hier mit unserem Bienenset. Also ganz toll gemacht in diesen Gold- und Schwarz- und Gelbtönen hier innen schön gestempelt. Eine ganz, ganz tolle, schöne Karte. Und hier mit diesen klassischen Rahmen in Weiß gehalten, der übrigens geprägt ist. Ich weiß nicht, ob es die Kamera einfängt. Wunderschön. Vielen Dank, liebe Kerstin. Ich muss gucken, dass ich hier alles ungeschadet unterbekomme. Die nächste
liebe schöne Karte ist von der Sonja V. Die liebe Sonja hat hier gearbeitet mit diesem wunderschönen Blümchen. Die Blumenstanze übrigens bleibt uns erhalten, die wird übernommen in den Hauptkatalog. Da bin ich total glücklich drüber, sowas hat uns gefehlt. Deine Freundschaft ist ein Geschenk, ein wunderschöner Spruch. Das war das passende Stempelset aus der Celebration vom letzten Jahr. Von diesem Jahr, entschuldigt bitte. Also eine tolle, schöne Karte hier mit der Farbkombination Himbeerrot, Kirschblüte und ich nehme mal an, Farngrün oder Olivgrün ist es. Ich glaube Olivgrün wegen dem Transparentpapier hier innen auch nochmal schön ausgestaltet. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Sonja. Und die liebe Sonja hat mir noch eine schöne Glückwunschkarte geschickt. Vielen, 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 vielen Dank für deine lieben Zeilen und diese wunderschöne Karte. Wie gesagt, ich lese alles durch und ich schaue mir alles an. Und es ist ein Traum, was ihr da so macht. So, die nächste Karte, ich muss mich erst wieder sortieren, das ist immer gar nicht so einfach, kommt, ich will ja hier jeden nennen. Die nächste Karte kommt von der Verena M. Und die Verena hat hier mit einem wunderschönen Schmetterling gearbeitet. Ich liebe Schmetterlinge. Wow, ihr wisst es ja. Und auch hier schön mit Blautönen gearbeitet, mit Blumen drauf. Du bist wie ein Diamant, wertvoll, stark und wunderschön. Wow, das ist auch ein sehr, sehr schöner Spruch. Und hier innen auch nochmal schön mit Steinchen und Schmetterling. Ganz toll in diesen Blautönen gearbeitet und ja. Wunderschön. Vielen Dank, liebe Verena. So, die nächste Einsendung. Huch, jetzt fällt der Zettel schon runter. Kommt von, upsala, das ist live. Kommt von der Jessica F. Und die Jessica hat hier gearbeitet mit dem, wie heißt es jetzt wieder, mit dem schönen Stempelset, was übrigens in den Jahreshauptkatalog übernommen wird. Das war im Frühjahr-Sommerkatalog, jetzt komme ich nicht drauf, wie es heißt. Ich liebe dieses Set und ich bin ja eh so ein Vintage-Fan und hier eben auch mit Schmetterlingen und so weiter und so fort. In wunderschönen Pastelltönen. Ich nehme mal an, das ist Kirschblüte oder Blütenrosa. Dann hier das Lindgrün. Verschiedene Grüntöne, Safran, Gelb, ganz toll. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, liebe Jessica. Die nächste Karte kommt von der Marina F. Ich muss nur gucken, manche haben nämlich von euch zwei Karten eingesendet. Nicht, dass ich das jetzt dann hier verpasse. Also von der Marina F. Und das ist auch ganz interessant hier. Die Marina hat außen um den klassischen Rahmen herum nochmal einen Rahmen aufgesetzt, indem sie hier quasi den mit 3D-Klebepads noch drauf gemacht hat. Auch das eine sehr, sehr schöne Idee. Hier mit glänzendem Papier, einem schönen Spruch ausgestanzt und auch hier innen sehr, 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 sehr schön gemacht. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Marina. So, ich muss das wirklich langsam machen, sonst wird es nicht, dass ich hier jemanden verpasse. Die nächste Karte kommt von der Marie-Louise B. Traumhaft schön, schaut euch das mal an, genieße den Moment, ganz süß gemacht, also wirklich toll, mit wunderschönen Frühlingsfarben und ihr seht, man kann ganz tolle Sachen machen und es wirkt. Also ich finde, so eine Rahmenkarte, die ist schnell gemacht, ist nicht kompliziert, das habt ihr mir alle bestätigt und die macht unglaublich was her. Gell? Vielen, vielen Dank, liebe Marie-Louise. So, die nächste Einsendung, die kommt von der Martina H. Und auch das ein Zauberwerk, schaut euch das mal an, mit wunderschönen Blumen in Pastellfarben. Ein kleines, aber herzliches Dankeschön hier in weiß embossed auf schwarzem Papier. Das kommt immer edel, das ist immer ganz toll. Und auch hier mit Pergamentpapier. Also sowas ist immer genial. Das ist, macht immer unglaublich was her. Und so ein kleines Blumenarrangement ist immer ganz schnell gemacht und ist ganz, 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 ganz edel. Und hier nochmal mit zwei Lagen Designpapier. Das ist auch eine sehr schöne Idee, finde ich.
Ganz hübsch gemacht. Vielen Dank, liebe Martina. Und die Martina hat mir im Kleinformat noch eine kleine Dankekarte geschickt. Ihr seht, auch das geht zauberhaft, oder? Indem sie mir einfach Danke sagen wollte. Vielen, vielen Dank an dich, liebe Martina. Ganz süß. So, die nächste Karte, die kommt von der Elke R. Und die liebe Elke hat hier auch in Blautönen gearbeitet. Ich mag ja Blau. Und hier auch wunderschön mit einem Stempelset von Stampin' Up. Schmetterling in Pergamentpapier. Ganz, ganz süß. Wunderschön mit einem Glitzerpapier im Hintergrund. Sehr, sehr schön. Ich wünsche dir alles Gute. Ganz toll gemacht. Und die Elke, muss ich noch was dazu sagen, hat sich etwas gewünscht. Und zwar hat die Elke hier eine Treppenkarte. So, entschuldigt, ihr Lieben, jetzt hat es bei mir auch noch an der Tür geklingelt. So ist das, gell? Also, die liebe Elke hat sich gewünscht, eine solche Treppenkarte, dass ich mal ein Video dazu mache, ein Tutorial. Liebe Elke, das mache ich gerne. Also eine ganz süße, entzückende Karte, gefällt mir sehr gut. Hier hat sie noch ein Muster mitgeschickt. Ganz süß. Das werde ich machen demnächst auf meinem Kanal. Danke für den Tipp und für die Anregung. So, danke, liebe Elke. Weiter geht es mit einer Einsendung von der Silvana. Silvana W. Schaut euch das mal an. Ist das nicht zuckersüß? Ganz süß hier der kleine Igel und auch das mal ein anderer Rahmen, der ist etwas höher, der ist ja gleichmäßig von den Seiten, nicht angeschrägt, sondern gleichmäßig. Und auch das eine zuckersüße Idee. Und Silvana hat mir extra dazu geschrieben, dass sie Bastelneuling ist. Silvana, ich muss sagen, dass wenn du nicht gesagt hättest, man würde es nicht sehen. Fantastisch. Hast du super, super schön gemacht. Schaut mal hier innen. Ein Traum. Diese schöne Blumenwiese. Und auch der Igel. Zuckersüß, oder? Ganz toll. Vielen, vielen Dank, liebe Silvana. Und mach weiter so. Du machst es nämlich ganz, ganz toll. Perfekt, super. Dankeschön. So, die nächste Einsendung, die kommt. Ich muss wieder gucken, dass ich niemanden vergesse. Und zwar von der Ulrike K. Und die liebe Ulrike hat diese schöne Karte geschickt. Hier mit einem wunderschönen kolorierten Pferd drauf. Also ganz toll. Also wer so schön kolorieren kann, ne? Ganz, ganz toll. Da bin ich immer neidisch. Das ist fantastisch. Hier mit einem zusätzlichen Goldband überklebt. Auch das eine fantastische Idee, wie ich finde. Seht ihr das? Das ist so ein schmales Washi-Tape wahrscheinlich. Ganz toll gemacht. Super schöne Idee. Geprägter Hintergrund hier mit einem schönen Band dahinter. Sieht ganz, ganz edel aus. Und die Ulrike hat mir noch diese süße, schöne Karte geschickt mit ein paar Zeilen. Auch das ganz süß. Vielen, vielen Dank, liebe Ulrike. Ihr seid wirklich der Hammer. So, die nächste Einsendung kommt von der Susan M. Und die Susan hat hier unser schönes Tropenset benutzt mit fantastischen Farben. Das ist ein Hammer, diese knalligen Farben. Ich liebe das. Wunder, wunderschön. Hier mal umgekehrt mit einem weißen Rahmen und farbigem Papier. Vielen Dank. Und dieses Set ist wirklich toll. Also dieses Tropenset ist wirklich ganz, ganz toll. Ja, vielen Dank, liebe Susan. Die nächste Einsendung, die war mit im Umschlag von der Susan und ich denke, ich mache das richtig, kommt von der Anja S. Ihr habt wahrscheinlich zusammen verschickt, gell? Nehme ich mal an. Und diese Karte von der Anja ist hier auch ganz süß mit diesen schönen Blümchen. Ich habe es euch ja schon gesagt, die Stanze wird übernommen. Hier wunderschöne Blumenmotive in Frühlingsfarben. Möge eure Liebe Tag für Tag weiter wachsen. Also eine schöne Karte zur Verlobung oder zur Hochzeit mit einer wunderschönen Kombination. Auch das hier innen eine schöne Idee. Man muss nicht immer nur eine weiße Karte innen machen. Man kann das hier auch innen wunderschön verzieren. Hier einfach mit Streifen, um Papierreste zu verwerten. Ganz toll gemacht. Super. Vielen Dank, liebe Antja.
So, die nächste Einsendung hat mich erreicht. Ich muss erst wieder gucken. Von der lieben Sandy Z. Und die Sandy hat mir geschrieben, sie konnte sich nicht zwischen diesen beiden Karten entscheiden. Das kann ich verstehen, Sandy, weil sie beide traumhaft schön sind und darum hat sie beide eingeschickt. Die Sandy hat hier, fangen wir mit dieser Karte an, mit dem wunderschönen Magnolienweg-Set gearbeitet. Und hier habt ihr eine ganz andere Art von Rahmenkarte, nämlich, ich zeige euch das mal, die ist in die andere Richtung gemacht. Seht ihr das? Also auch das ist eine Möglichkeit, eine Rahmenkarte zu machen. Sehr, sehr schön. Also ganz toll gemacht. Hier ist das der Rahmen und quasi das Innere ist nach innen gefalzt. Super, super schön. Die werde ich auch mal nachbasteln. Das ist toll gemacht. Hier zum Geburtstag ein lieber Blumengruß. Ganz toll. Und die zweite Karte ist genauso schön und auch eine wunderschöne Idee. Das ist nämlich hier nicht der Rahmen außen drauf gemacht, sondern innen in die Karte rein. Seht ihr das? Also der Rahmen wurde extra gewerkelt und um den Rahmen herum eine Karte geklebt. Das ist echt Zucker, ganz toll. Schöne Idee hier mit diesem, das ist auch aus dem Tropenset. Nee, oder? Nee, wartet mal, das heißt anders. Ja, es ist ein anderes Set, aber ein ähnliches Set. Das war im Frühjahr-Sommer-Katalog und Tropenflair, glaube ich. Nee, wie heißt es denn? Ach, ich komme schon ganz durcheinander vor lauter wunderschöner Stempelsets. Ihr wisst es, aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Ich kann mir die Namen immer nicht merken. Ich weiß nicht, ich habe da ein Problem damit. Ja, also auch das eine wunderschöne Idee. Liebe Sandy, hast du toll gemacht. Beide Karten sind zuckerschön. Vielen, vielen Dank. So, die nächste Einsendung. Also es dauert noch eine ganze Weile, wie gesagt. Die nächste Einsendung, die kommt von der lieben Gabi C. Und die liebe Gabi hat mir diese schöne Karte geschickt. Auch hier wunderschön gemacht mit diesen schönen Mondblüten hier. Schmetterling geht immer. Blumen und Schmetterling, die Kombi geht immer. Auch hier innen wunderschön gemacht mit dem Mondblüten-Set, ganz toll. Schön bestempelt, hier ein bisschen geinkt, die Ränder, das macht unglaublich viel her. Wunderschön und danke für dieses süße kleine Goodie. Ganz lecker, vielen, vielen Dank, das werde ich mir nachher gleich gönnen. Liebe Gabi, ich danke dir. So, die nächste Einsendung, die kommt von der Doreen J. Und auch die liebe Doreen konnte sich nicht entscheiden. Drum hat sie mir auch zwei Karten geschickt. Einmal hier, auch das ist eine Möglichkeit, eine Rahmenkarte zu machen. Und zwar haben wir diese schönen Stanz- und Prägefolder im Jahreshauptkatalog jetzt gehabt. Leider gehen die raus. Also wer daran noch Interesse hat, muss schnell sein. Die sind nur noch bis einschließlich 2. Juni gültig. Das ist eine ganz tolle Sache. Diese Rahmen, ich werde mir die auch behalten, werde die nicht verkaufen, sondern die werde ich in meinem Besitz behalten, weil damit kann man echt schöne Karten gestalten. Und es ist ja auch so ein bisschen Vintage, was ich mag. Hier auch ein geprägter Hintergrund und eine süße Kleinigkeit für mich. Wunderschön. Und die zweite Karte ist hier mit diesem, mit Stil und, ach Leute, ich und Namen. Ihr wisst schon, mit diesem schönen Set gemacht. Und ich mache hier mal die Karte auf. Also hier ist der Rahmen. Das ist auch eine andere Möglichkeit, eine Rahmenkarte zu machen, indem man hier eben diese Rechtecke ausstanzt und das dann auf 3D-Klebebets klebt und hat damit eben auch einen Bilderrahmen. Das geht genauso. Und hier innen, schaut euch das mal an, zuckersüß hat die liebe, na, Doreen, Menschenskinder, auch nochmal zwei Rahmen gemacht. Das ist eine traumhaft schöne Idee. Wunderschön. Also eine Art Pop-up-Karte. Ich finde es zuckersüß und hier mit diesen Spinner-Elementen drinnen. Also ganz toll gemacht. Super, super, super schön. Vielen Dank, liebe Doreen. Also ganz toll. Wie gesagt, eure Karten sind wirklich der Hammer. Eine schöner als die andere. Die nächste Karte kommt von der Doris B. Und die Doris hat hier mit einer Folie gearbeitet. Seht ihr das? Das ist eine Metallic-Folie, die schimmert hier wunderschön, multicolormäßig, traumhaft schön.
Das ist ein schönes Hochzeitsset aus unserem Katalog. Das finde ich ganz, ganz toll. Kann man aber auch mit Glück wünschen. Seht ihr, ne? Einen Strauß lieber Wünsche. Also eine zuckersüße, schöne Karte. Hier innen nochmal gestempelt. Ganz edel gemacht. Und die Doreen hat mir noch einen kleinen Gruß geschrieben. Und da möchte ich euch auch nochmal das ans Herz legen. Diese kleinen Umschläge und Kärtchen, die gibt es jetzt auch nur noch bis Juni. Ich finde die hammerschön und man hat schnell einen kleinen Gruß dazu geschrieben. Also vielen Dank, liebe Doris. Ganz süß gemacht. Danke sehr. So, weiter geht es mit der nächsten Einsendung von der Julia R. Und die Julia hat hier den Rahmen nicht mit Cardstock, sondern mit Designpapier gemacht. Auch das geht. Wunderschön. Schöne Blumenmotive hier mit Gold geprägt. Ganz toll gemacht. Alles Liebe zum Muttertag. Auch das eine süße Idee, hier innen nochmal Designpapier aufzukleben und dann nochmal einen weißen Cardstock. Das ist auch eine schöne Idee. Vielen Dank, liebe Julia. So, die nächste Karte kommt von der Marion T. Und die Marion, jetzt wird es maritim, hat hier eine schöne maritime Meerwasserlandschaft uns kreiert. Ist es nicht schön? Viel Glück und Meer. Wunderschön. Ich habe mir dieses Set nie zugelegt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie nie so den Bezug dazu gehabt. Aber immer wenn ich sehe, finde ich es ganz toll. Richtig schön. Ich glaube, das bleibt auch im Katalog. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber wir bekommen auch wieder ein neues maritimes Set. Seid gespannt. Sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank, liebe Marion. Eine sehr, sehr schöne Idee. Und die nächste Karte, die kommt von der Gabi T. Die liebe Gabi hat uns diese Karte geschickt. Liebe Gabi, die ist zauberhaft schön. Wunderschön. Wirklich traumhaft schön. Ich finde es hier auch mit diesem Bullauge ganz, ganz toll. Ich muss dir aber sagen, es ist eigentlich keine klassische Rahmenkarte, sondern das ist eine Diorama-Karte, nennt man die. Aber das ist gar nicht schlimm, Gabi. Ich wollte es nur sagen, dass es eben ja von der Kartenart nicht verwechselt wird. Man könnte auch Rahmenkarte dazu sagen, aber diese klassische Bilderrahmenkarte ist es jetzt nicht, sondern man nennt es, ich meine Dioramakarte. Ich gucke das aber nochmal nach. Ich wollte es eigentlich vorher machen, habe es ganz vergessen. Entschuldigt bitte. Meiner Meinung nach ist es eine Dioramakarte und ist jetzt aber wirklich nicht schlimm. Ich will einfach nur, dass ihr die Begrifflichkeiten da eben, ja, nicht durcheinander bringen. Es ist wirklich nicht böse gemeint, Gabi, ne? Also es ist immer schwierig, das zu sagen. Ich möchte niemandem wehtun und auch niemandem zu nahe treten. Und wie gesagt, es ist wirklich nicht schlimm, Gabi. Also es ist eine Diorama-Karte und ich kann auch mal die Übersetzung lesen. Ihr wisst ja, ich habe keine Englischkenntnis. Ich weiß nicht mal, was das heißen soll. Also, ne, die zieht man hier so an der Seite und hat dann hier so eine Art, ja, Theaterbox oder Rahmenbox, sage ich jetzt mal. Aber als Bilderrahmenkarte ist sie jetzt nicht gedacht. Aber das macht nichts, wie gesagt, liebe Gabi. Ich finde sie trotzdem traumhaft schön. Es ist eine richtig schöne Karte. Und vielleicht wäre auch das eine Idee. Da habe ich auch schon mal eine gebastelt. Ich glaube, ich habe sogar auch schon mal ein Video dazu gemacht, so eine mal zu machen. Also vielen, vielen Dank, liebe Gabi. Und ich bin begeistert. Super toll gemacht. So, weiter geht es mit der nächsten Einsendung von, jetzt muss ich erst wieder gucken, von der Liane B. Und Liane hat uns diese schöne Karte geschickt, hier in Blau- und Türkistönen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das ist übrigens hier dieses Stempelset aus der Celebration mit der Seerose. Auch das ist so ein Set, was ich nicht hergeben werde. Das werde ich mir für alle Zeiten behalten, weil das einfach schön ist. Seerosen gehen immer, finde ich. Wunderschön. Ja, vielen, vielen Dank. Ganz zucker gemacht mit einem schönen Umschlag hier. Blümchen drauf. Schon ist der ganze Umschlag edler. Ganz toll gemacht. Vielen Dank, liebe Liane. So, die nächste Einsendung kommt von der lieben Nicole C. Und auch die liebe Nicole konnte sich nicht entscheiden und hat mir auch zwei Karten geschickt. Also einmal hier diese klassische Bilderrahmenkarte, die ich auch gemacht habe.
Das knickt sich immer im Umschlag leider ein bisschen, ne? Wenn das mit der Post gesendet wird, wenn das dann übereinander liegt, knickt das hier immer ein bisschen. Ich schiebe das mal so hoch. Also, und hier einen wunderschönen Spruch drin. Leben ist nicht genug, sagte der Schmetterling Sonnenschein. Freiheit und eine kleine Blume gehören auch dazu. Ach Gott, ist das ein schöner Spruch. Zuckersüß. Wunderbar. Sehr schön gemacht. Und hier auch mit dem Magnolienwegset. Und die zweite Karte ist wieder eine maritime. Dieses Set habe ich allerdings mir zugelegt, weil ich mir gedacht habe, irgendwann muss ich ja auch mal ein maritimes Set haben. Und das bleibt auf jeden Fall im Katalog, das weiß ich. Ja, zuckerschön. Und hier seht ihr ein etwas schmalerer Bilderrahmen. Und auch das wunderschön gemacht hier mit einem Kompass. Ganz, ganz toll. Und hier mit den ganzen Muscheln, ne? Also zuckersüß. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Sehr schön gemacht. So, die nächste Karte kommt von der Mechthild. Von der Mechthild W. Und da möchte ich gerne was dazu sagen. Die liebe Mechthild hat mir geschrieben, dass sie sich schon vor Monaten bei mir angemeldet hat für die Challenge und es leider nie geschafft hat. Und jetzt endlich ist sie wieder dabei. Ich habe mich sehr gefreut, liebe Mechthild. Vielen, vielen Dank für diese schöne Karte. Das ist auch ein wunderschönes Stempelset aus einer Celebration vom letzten Jahr. Und hier seht ihr, hat sie ein bisschen Wing of Stella drüber, glitzert schön, hier schön verziert, ganz, ganz hübsch gemacht. Danke, Mechthild, und schön, dass du dabei warst, dass du es geschafft hast. Und danke für deine Zeilen. So, die nächste Einsendung, die hat mich erreicht von der lieben Caroline L. Und die Caroline hat uns hier, schau mal, das ist ganz, ach Gott, hat die Post total zusammengequetscht hier. Also ich kriege es jetzt gar nicht hoch. Ja, ein bisschen. Also mit hier, ich glaube, das müsste, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Egal. Das ist aus dem Programm schon die Farbe. Hier mit Schwarz kombiniert. Ganz, ganz toll gemacht. Du bist grandios, sehr süß, wunderschön. Vielen Dank, liebe Caroline. Die Caroline ist auch schon ewig dabei. Also vielen Dank da auch für eure Treue, gell? So, die nächste Einsendung kommt von der Marion K. Und die Marion hat uns diese schöne Karte geschickt auf weißem Untergrund mit einem wunderschönen roten Rahmen. Schönheit liegt in allen Dingen. Das ist wohl wahr. Es ist immer eine Art der Betrachtung. Wunderschön gemacht hier mit diesen Blümchen. Ganz, ganz süß und innen auch schön gestaltet. Und sie hat mir noch eine schöne Karte mit dazu geschrieben. Auch die ist zauberhaft schön koloriert. Wunderschön. Vielen lieben Dank, liebe Marion. So, die nächste Einsendung kommt von, jetzt muss ich erst wieder gucken, von der Tanja O. Und auch die Tanja konnte sich nicht entscheiden. Und drum habe ich von der Tanja zwei Kärtchen bekommen. Süß, oder? Eine maritim gemacht, hier mit einem, oh, es ist abgefallen. Sorry, ganz vorsichtig, klebe ich nachher wieder an, Entschuldigung. Mit einem maritimen Set, ganz zuckersüß gemacht, hier auch mit Muscheln. Also ihr seht, ihr könnt auch mit Produkten aus der Natur arbeiten. Einfach Muscheln oder Blüten oder Zweige, die getrocknet sind, mit aufkleben. Also ist ganz toll zur Verzierung geeignet. Da könnt ihr eure Hochfantasie freien Lauf lassen. Ich bin hier ganz ringsherum voller schöner Karten. Jetzt bin ich dran gestoßen. Also wunderschön gemacht, liebe Tanja. Und hier mit Bienchen. Happy Bee heißt übrigens dieses Set. Hier schön gemacht mit diesen Honigwaben und Verzierungen und Bienchen. Also traumhaft schön, oder? Schaut mal, wie toll und wie unterschiedlich das wirkt. Zwei verschiedene Mottos und beide zucker, zucker süß. Ganz toll. Vielen Dank, liebe Tanja. Habe ich mich sehr gefreut. So, die nächste Einsendung, die kommt, ich muss mal hier kurz ein bisschen aufpassen, dass mir das nicht verrutscht. Die kommt von der Elke J. Und schaut euch das mal bitte an. Auch die Elke hat zwei eingesendet. Hammer, oder? Also, traumhaft schön.
Ganz toll. Es muss gar nicht immer so knallig farbenfroh sein, sondern auch das hier, so Naturtöne, ne? Passt ja wunderbar zu den Muscheln. Schaut euch das mal an hier, diese kleinen Seesternchen. Das ist mit Struktur passte und ich nehme mal an, das ist richtiger Sand. So sieht es jedenfalls aus. Mit Kleber befestigt. Ganz toll. Ahoi Matrose, also traumhaft schön. Zuckersüß. Genauso hier auch mit dieser Möwe. Wunderschön. Und schaut mal hier, diese kleinen Muscheln. Also Hammer. Und wisst ihr was? Man kann sich diese Karten auch so hinstellen, ne? Als Dekoration. Das schaut unheimlich toll aus. Also es ist echt zu schade, das irgendwo in der Kiste verschwinden zu lassen. Alle eure Karten, die kann man wirklich wunderschön als Deko hinstellen. Und das werde ich auch machen, die ein oder andere. Und dann immer mal austauschen, weil also die einfach in dem Ordner, die kann ich eh nicht in den Ordner stecken, da gehen die alle kaputt. Also die müsste ich eh in eine Box packen. Und ich glaube, da werde ich mir immer mal wieder eine aufstellen. Also die sind wirklich zauberhaft. Vielen Dank, liebe Elke. So, die nächste Einsendung. Die kommt, jetzt muss ich mich mal hier kurz sortieren, von, mal schnell gucken, nicht, dass ich jetzt hier was verwechsle und verwaschle. Ja, also, da habe ich nämlich jetzt hier mehrere Sachen von der lieben Anke, von der Anke, Entschuldigung. Und zwar, die Anke hat mir geschickt, einmal diese schöne Karte. Und zwar ist das jetzt hier eine Karte. Ist das jetzt irgendwie dunkler hier geworden? Nö, oder? Bilde ich mir jetzt nur ein. Also, hier eine wunderschöne Karte. Und ich muss mal kurz spicken. Sie hat mir geschrieben, diese Technik ist eine Sepia Watercolor Technik. Seht ihr das hier? Dieses ja, Bild hier im Hintergrund ist wirklich wunderschön koloriert, also es ist zum Teil embossed und dann eben hier mit einer Watercolor Sepia Watercolor Technik habe ich jetzt selber noch nicht so gehört, muss ich mir mal googeln. Also echt schön gemacht hier mit Goldelementen, mit Holzoptik, also das passt wunderbar, gefällt mir richtig gut, ganz süß gemacht, wunderschön. Dann hat mir die liebe Anke noch eine Glückwunschkarte zu meinem Jubiläum geschickt. Ich habe ja am 2. Mai jetzt 3 Jahre Stampin'Up-Demonstratorin gefeiert und dementsprechend habe ich ein Video gemacht und es gibt einige Angebote von mir als Dankeschön und als Geschenk für meine Kunden und die, die es werden wollen, als Dankeschön. Und da hat mir jetzt die Anke ja eine schöne Glückwunschkarte geschickt für 3 Jahre Demo-Geburtstag. Vielen Dank, liebe Anke, das finde ich sehr, sehr lieb. Und dann hat mir die Anke hier noch eine weitere Möglichkeit geschickt und zwar kann man das nicht nur auf Karten machen, sondern auch auf eine Geschenkverpackung. Das ist doch eine süße Idee, oder? Also auch da kann man einen Rahmen machen. Und das letzte Mal im letzten Video hatte ich ihre Rosetten so bewundert, die auf einer Karte waren. Und da hat sie mir jetzt noch ein paar Rosetten mitgeschickt. Also vielen, vielen, vielen Dank. Und hier noch eine Karte kombiniert mit dieser Quilt-Technik. Also auch das zuckerschön. Also ihr seid alle talentiert in verschiedene Richtungen. Ganz toll. Also vielen, vielen Dank, liebe Anke, auch dafür. Also wirklich hammerschön. Ich hoffe, ihr habt noch Lust. Es kommen noch weitere traumhaft schöne Werke. Bleibt also noch einen Moment dran. Die nächste Einsendung kommt von, muss schnell gucken, von der lieben Claudia M. Punkt. Und auch die Claudia, ich zeige sie gleich, weil ich sie gerade aufgemacht habe, hat mir eine wunderschöne Karte geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Sieht sehr, sehr hübsch aus. Und die Claudia hat uns diese hier eingesendet mit den Pastellfarben. Das muss man nochmal kleben hier, jetzt hält es wieder. Mit diesen wunderschönen Pastellfarben und Schmetterlingen auch innen wunderschön gemacht. Das ist ein richtig schöner Sticker hier. Ganz toll, süß gemacht. Und diese Pastellfarben passen auch wunderschön zusammen. Also, vielen, vielen Dank. Super schön. Die nächste Einsendung. Die kommt von der Rosemarie S. Punkt. Und die Rosemarie hat hier wieder in schönen Rottönen gearbeitet. Und ihr seht, dieses Stempelset haben wir heute schon häufiger gesehen. Das ist aber auch wirklich schön. Super, super toll gemacht. Und ja, schöne Rottöne sind das hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch hier innen nochmal schön
ausgestaltet. Vielen Dank auch für deine schönen Zeilen, liebe Rosemarie. So, weiter geht es. Ich muss wieder gucken. Mit der Gisela S. Und die Gisela hat diese Karte gemacht und das finde ich auch eine spannende Idee. Und zwar hat die Gisela auch den Rahmen bestempelt. Seht ihr das? Toll, oder? Richtig schön. Und hier mit der Schwämmchentechnik noch ein bisschen so eine Wischtechnik angewendet. Auch über den Rahmen und hier über die Blüten. Also das ist echt auch eine zuckerschöne Idee. Ich finde auch die Kombination mit dem Granit und dem Brombeermus sehr schön. Sieht sehr edel aus. Du schaffst es nicht. Du schaffst es auf jeden Fall. Sehr schön. Ganz toll. Super. Vielen Dank, liebe Gisela. So, die nächste Karte kommt von der Juliane D. Und das ist auch mal eine ganz andere Art. Und zwar hier mit diesem japanischen Stil. Hier den Bilderrahmen wieder aus einem Designpapier gestaltet. Im Hintergrund auch noch Ballons gestempelt, seht ihr das? Also so eine richtig typische japanische Karte. Ganz schön gemacht. Dieses Set war übrigens auch aus der Celebration dieses Jahr. Auch das ist wunderschön. Sowas hatten wir lange nicht. Ganz süß gemacht. Ich danke dir von Herzen, liebe Juliane. Ah, mir fällt gerade was auf. Ich muss euch noch was zeigen. Die liebe Claudia M., die mir die Karte und diese schöne Karte geschickt hat, hat hier noch ein kleines Goodie dazu gepackt. Schaut euch mal diese süße Geschenkverpackung an. Die hätte ich jetzt fast unterschlagen. Süß, oder? Das ist doch hübsch gemacht. Finde ich eine tolle Idee. Ganz süß. Also hier ein Würfel und dann zwei Dreiecke drüber. Ganz süß. Vielen Dank. Hätte ich jetzt fast vergessen zu zeigen. Super. So, die vorletzte Einsendung kommt jetzt. Und zwar von der Tina W. Und auch die Tina konnte sich nicht entscheiden, hat zwei Karten eingesendet. Einmal hier mit diesen wunderschönen Regenbogenfarben und in diesen Pastelltönen hier, diesem Einhorn-Look, sage ich jetzt mal, ganz zuckersüß mit Wölkchen und Regenbogen. Ich wünsche dir so viele Tage Sonnenschein. Ganz toll gemacht, sehr schön. Einmal im Querformat und hier einmal im Hochformat mit wunderschönen Schmetterlingen. Hier, das glitzert wunderschön. Viel Glück, ganz toll der Spruch. Hier mit einem geprägten Bilderrahmen. Wow, echt schön, super. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Tina. So, und die letzte Einsendung, auch wieder eine ganz tolle Idee von der Laura S. Die Laura hat nämlich eine Verpackung daraus gemacht. Schaut mal. Auch das ist eine coole Idee, oder? Hier alles Gute zum Geburtstag mit einem Magnetverschluss. Eine schöne Geschenkverpackung. Und innen drin seht ihr diesen schönen Bilderrahmen. Hier kann man dann auch noch was draufschreiben. Also auch das eine zuckersüße Idee. Also ihr seht, wie vielseitig das ist. Also man sagt, gibt ein Thema vor und wie unterschiedlich das umgesetzt wird und alles tolle, wunderschöne Ideen. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Laura. So, und jetzt kommen wir zum Auslosen, ihr Lieben. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz euer Geschenk. Das Geschenk wäre das Designpapier und diese wunderschöne Bilderrahmenkarte. Ja, und wir losen aus. Alle 33 Teilnehmer sind jetzt hier drinnen. Jetzt kommt endlich der spannende Moment. Ich mische noch einmal gründlich durch und dann ziehe ich die Gewinnerin. Waren ja alles Ladies, gell? So, jetzt. Und die Gewinnerin ist Marion K. Liebe Marion, du meldest dich bitte bei mir. Marion K. Ich glaube, wir hatten mehrere. Also Marion K. bitte melden. Ich werde auf vielfachen Wunsch hin am Ende noch einmal die Karte von der Marion zeigen. Ich muss die zwar jetzt wieder raussuchen aus dem ganzen Stapel, aber ich finde sie und werde am Ende des Videos nochmal versuchen. Also ich hoffe, ich kriege es hin. Ich versuche es auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ihr dann am Ende des Videos das noch eingeblendet seht und dass ich das irgendwie mit reinschneiden kann. Versuche ich hier
von der Marion die Karte nochmal zu zeigen, weil viele von euch hatten mich angeschrieben, kannst du nicht am Ende nochmal die Karte suchen oder zeigen. Wenn ich jetzt wühle und suche, dauert das zu lang. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das im Nachhinein und schneide das irgendwie noch mit rein. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Also vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, liebe Marion K. Wie gesagt, ich versuche die Karte am Ende zu zeigen. Das ist dein Gewinn. Vielen herzlichen Dank an alle anderen. Seid bitte nicht traurig, weil ihr habt die nächste Gelegenheit mit der nächsten Challenge, nämlich die Nummer 29. Gestalte einen Wimpel. So kann er aussehen, wenn ihr möchtet. Einsendeschluss Donnerstag, der 18. Juni. Und das ist euer Gewinn. Ihr Lieben, lasst den Kopf nicht hängen. Nehmt die nächste Chance wahr. Irgendwann hat jeder einmal Glück. Und am liebsten, ihr wisst, würde ich jedem euch was schenken, aber leider ist mir das nicht möglich. Ja, ich hoffe, ihr seid wieder zahlreich dabei. Ich war total begeistert und ich bedanke mich wirklich bei euch allen von Herzen für diese tollen Einsendungen, für eure Ideen, für euer Mitmachen. Also echt toll. Ja, vielen, vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch an die Marion und ja, euch allen ein schönes Wochenende, bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal, eure Birgit. Tschüss!